Eine Kilowattstunde sind 1000 Watt. Watt misst die elektrische Leistung, also die Energie, die innerhalb einer Sekunde aufgewendet wird. Wenn wir von Kilowattstunden reden, reden wir also davon, wie viele 1000 Watt in einer Stunde verbraucht werden. Um eine Kilowattstunde zu erzeugen, müsst ihr ca. 10 Stunden Fahrrad fahren. Wenn ihr 10 Stunden gefahren seid, könnt ihr danach entweder 3 Minuten warm duschen, 50 Stunden am Laptop arbeiten oder 1,7 Kilometer mit dem Auto fahren. In Deutschland verbrauchen wir pro Kopf 80 bis 120 Kilowattstunden täglich. Damit stehen wir ziemlich im Mittelfeld. Zum Vergleich, Kanada steht mit 280 Kilowattstunden da, Bangladesch mit ca. 10 Kilowattstunden. Je weniger Kilowattstunden in eurer Betriebskostenabrechnung stehen, desto besser.